Hallo, ich bin Charlotte von den Dogspotters und neben mir sitzt Theresa Köppe, die Filmemacherin von dem Film Im stillen Laut. Der Film hatte gerade seine Weltpremiere und erzählt von den beiden Frauen Tina und Erika über ihr DDR-Leben. Hallo. Hallo. Wie war das für Sie, den ersten langen Film zu sehen auf der Leinwand? Ach, das ist auf jeden Fall aufregend gewesen, vor allem bei so einem großen, renommierten Dokumentarfilmfestival. Was möchten Sie mit dem Film erreichen? Also ich wünsche mir, dass die Leute, die den Film sehen, erstmal ein differenzierteres Bild über die DDR-Geschichte gewinnen können, vor allem auch aus einer weiblichen Perspektive und auch einer Generation, die mit 1938, also im Jahr 1938 geboren, sind ja beide Erika und Tine, ein bisschen differenzierter darauf schauen, welche Freiräume es eigentlich zwischen dieser Zuteilung von Widerstand, aber auch Ideologie und diesen klassischen Stasi-Narrativen zeigen, genau. Wie sind Sie auf Tina und Erika gestoßen? Während meiner Recherche für meinen Abschlussfilm an der Filmuniversität Konrad Wolf habe ich verschiedene Frauen in verschiedenem Alter getroffen und bin unter anderem auf Erikas Webseite gestoßen und es wurde auch viel über sie geschrieben und sie hat durchaus auch nach der Wende schon Ausstellungen gehabt, war dann beim Tag des offenen Ateliers im Kunsthof Lietzen, also in der Nähe von Frankfurt-Oder. Und hatte Erika gebeten, mir ein Interview zu geben und sie hat zugestimmt und dann bin ich bei den beiden hängen geblieben, weil sie mich so interessiert haben und so, genau, präsent waren. Was ist für Sie besonders in Erinnerung geblieben beim ersten Treffen mit den beiden? Also vor allem, als ich dann auch Tine getroffen habe und länger Zeit mit den beiden verbracht habe, war besonders auffällig oder besonders eigentlich für mich, dass die beiden so unkonventionell sind, so offen. Auch der Kunsthof Lietzen, also der ganze Hof, so ein offener, kollektiver und sozialer Raum war. Und was bewundern Sie am meisten an dem Leben von den beiden? Die also sich immer wieder mit den Fragen zur eigenen Geschichte, aber auch die gesellschaftlichen Herausforderungen damit immer wieder zu konfrontieren. Also die beiden sind auch ständig unterwegs, gehen noch jede Woche ins Kino, ins Theater. Also mit 81 einfach auch so ein anderer Blick aufs Altern oder Altwerden. Auch die Liebe, die sie zelebrieren und vor allem auch der Humor, der trotzdem die ganze Zeit vorhanden ist, obwohl das Gepäck, was sie beide mittragen, natürlich auch nicht ohne ist. Danke für Ihre Zeit und ich fand Ihren Film sehr schön. Dankeschön, danke euch.